Grüß dich und herzlich willkommen bei unserem Podcast Aufleben daheim. Der Podcast für die bäuerliche Familie und euch, die mehr wissen wollen. Ich bin die Marie Therese. Und ich bin die Maria. Und es freut uns sehr, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Wir haben heute wieder einen besonderen Podcast geplant oder vorbereitet und freuen uns, dass wir heute zu Gast sein dürfen am Pfarrhof in Saalfelden. Wir haben es ganz nett. Da eigentlich sind wir beim Marindeln mit einem Klauzenbraut oder Kloverbraut, wie es so schön auch heißt. Der Adventkranz ist jetzt ja, die dritte Christsprint. Und wir haben es ganz gemütlich da. Beim Einigen haben wir auch schon Weihrauch geschmeckt. Also weihnachtliche Stimmung ist für die haben wir heute schon gesorgt. Und es freut uns, dass wir heute da sein dürfen. Ja, es hat ja natürlich auch einen speziellen Grund, warum wir in einem Pfarrhof sind und in Saalfelden ist ja außerhalb von unserem Bundesland sogar, im Bundesland Salzburg. Und wir haben uns gedacht, da es ja die letzte Folge ist im heurigen Jahr und eine Folge direkt jetzt vor Weihnachten, wollten wir dieses Thema Glaube, Weihnachten ein bisschen auf das näher eingehen und haben uns deswegen beim Pfarrer getroffen, der auch ganz verwurzelt ist in der Landwirtschaft und auch einmal in Tirol aufgewachsen ist. Und ich würde ihn jetzt gleich bitten, dass er sich ein bisschen vorstellt. Ja, herzlich willkommen ist zwar da in Saalfelden. Wie die Maria gesagt hat, bin ich aus Tirol gebürtig in Reit im Alpachtal. Und mein Name ist Alois Moser und jetzt bin ich das fünfte Jahr Pfarrer in Saalfelden, wo ich schon mal Kobrater gewesen bin vor 33 Jahren. Und jetzt bin ich wieder sozusagen zurückgekehrt nach einem Intermezzo in Zillertal, in Meierhofen und Brandsberg. Und seit der meiniger Kooperatorenzeit gibt es Verknüpfungen über die Grenze von Pinzgau um nach Bezirk Kitzbühel und Land Tirol, Landjugend. Und damals haben wir Jungbauernschaft, Landjugend und später als Jugendzelle sogar einiges gesagt gehabt. Und über das kenne ich die Maria. Und die Marie-Therese ist heute mitgekommen. Ich heiße euch willkommen im Pfarrhof und bin schon gespannt, was da passiert. Verwurzelt im Bauernstand, hast du gesagt. Ja, wir haben daheim eine Bauernschaft. Mit 9 Kühe haben wir immer gehabt und ein bisschen Jungviech, also ca. Mitte 20 Stück Viech. Da ist einmal ein paar Facken dabei, wie es halt auch noch so braucht, wo und Henne. Und sogar einmal Bonny zwischendurch. Und da bin ich aufgewachsen, daheim. Und meine zwei Brüder sind mit mir groß geworden. Einer davon macht weiterhin Landwirtschaft, wobei wir jetzt auf Jungviech umgestellt haben, weil sie ja nebenbei noch ein Sportgeschäft betreiben und auch noch Vermietung haben. Und also mehrere Standbeine da jetzt nur ins Spiel gekommen sind. Wobei Vermietung immer schon ein bisschen was war, weil mein Tati hat zu mir gesagt, sein Tati, also mein Großvater, hat ihm schon in die 50er Jahre gesagt, du musst da um ein paar Sommerfrischler schauen und dafür musst du ein paar Zimmer richten. Und so hat es bei uns immer schon 9 Gästebetten gegeben. Und haben wir also immer schon Gäste aus Wien gehabt oder auch aus Deutschland, als Zubus zu der Kleinlandwirtschaft. Die Maria hat erzählt, dass du ja der Älteste von den drei Buben bist. Ist da als Übernehmer nie im Raum gestanden für dich oder so das typisch, der älteste Bub übernimmt daheim? Naja, das ist eben aus dem Grund eigentlich dann nie mehr so richtig ins Thema geworden, weil ich bin Ministrant gewesen und wir sind Ministrantenwoch gewesen in Salzburg im Borromeum.
Und dann ein Jahr später war die vierte Klasse Volksschule vorbei und unser Heimatpfarrer damals, der Sebastian Manzel, hat dann irgendwie angeleiert, Borromeum war halt auch eine Schule zum Gehen, Gymnasium. Im Gymnasium, was ist ja nicht so, nur so ist gut aus möglich. Schon mal Würgl war der nächste Punkt gewesen, aber wo zum Erreichen natürlich damals nicht so einfach, Anfang der 70er Jahre. Und dann haben wir uns da zu dritt aus Reit aufgemacht, ins Borromeum zu gehen. Und damit bin ich praktisch schon mit 10 Jahren im Herbst weggegangen von daheim und ins Internat, ins Borromeum. Und damit bin ich natürlich von daheim eigentlich weggekommen von der ganzen Sache. Und ich bin dann auch, ich habe das auch durchgehalten, das Internat, wo es auch nicht immer so gerade super lustig war, aber halt irgendwie haben wir es überstanden. Und damit habe ich dann maturiert in Salzburg. Also ich bin dann Borromeischler. War dann eigentlich schon in der Zeit, wo du in Borromeum warst, der Gedanke, dass du mal Priester wärst oder schon vorher? Ich war Ministrant. Und ich war dann auch, habe ich auch Lesungen gelesen, wie ich größer geworden bin und heimgekommen bin und so. Ich war immer kirchlich aktiv mit dabei bei der Sache. Wir haben auch daheim das auch so mitgekriegt, mit gemeinschaftlichen Abendgebet haben wir allweil gehabt. Traummännlein losen im Radio hat es damals noch gegeben. Und dann beten und schlafen gehen sozusagen, weil wir Kinder waren. Und das war eigentlich immer, haben wir immer gepflegt. Also wir sind immer sehr christlich, also sehr mit Glauben verbunden aufgewachsen. Das ist uns immer mitgegeben worden, von klein auf. Und somit war das schon immer natürlich für mich nichts Fremdes, was mit Religion zu tun gehabt hat in dem Sinn. Aber dass ich das jetzt doch schon im Auge gehabt hätte, das konnte ich jetzt nicht sagen. Es hat sich dann letztlich eigentlich ein bisschen entwickelt. Bevor es dann so weit gewesen ist mit der Matura, was tust du eigentlich nachher? Studieren oder so, habe mich Theologie schon immer interessiert, Theologie zu studieren. Und dann ist nur so ein Hinweis gekommen, ja, du kannst aber auch ein Priesterseminar probieren. Eigentlich. Und dann war ich eigentlich irgendwie so mutig, muss ich fast sagen, und habe das dann einfach gemacht. Ich bin dann ins Priesterseminar gegangen. Wann war noch so der Zeitpunkt? Hast du ja, im Grunde hat sich dann schon im Priesterseminar, wir waren da echt eine lässige Gemeinschaft, waren die Kärntner waren auch da, wir waren also damals noch bei den 40 Leuten in Salzburg im Priesterseminar. Und quer durch den Gemüsegarten, Kunst sozusagen sagen, für die Leute her, von 18, 19-Jährige weg bis schon ein paar, die schon älter waren und erst später angefangen haben. Und wir haben eine gute Stimmung gehabt, wir haben einen sehr aufgeschlossenen, bodenständigen Regens, also Leiter gehabt, der selber also ein Taxamtpfarrer war und so und wirklich aus der Praxis gekommen ist. Und auch der Kärntner Zuständige war auch so einer, die haben wirklich super zusammengepasst, weil das macht für die Stimmung, hat das viel ausgemacht. Ja. Und das hat, und das war jetzt nicht so, dass da so ein Druck entstanden ist. Es hat dann immer einen gegeben, die haben es auch wieder lassen. Aber es war für die positive Entwicklung, dass man an der Sache dran bleibt, schon entscheidend hilfreich. Ja, dass man da so eine offene, menschennahe Gruppe war. Insgesamt. Ja, aber irgendwann kommt ja natürlich noch der Zeitpunkt, wo man halt seinen Beruf ausübt und wo man dann auf dem Pfarrhof oder allein ist oder doch jetzt nicht diese Gemeinschaft mehr um sich herum hat, dann
weiß ich nicht, findet man dann die Stütze auch noch in der Gemeinschaft vielleicht, wenn man sie zuerst gut verstanden hat? Ja, findet man sie schon, wenn man sie weiterhin kennen und trifft, von dem her gesehen. Und ja, du hast natürlich dann auch eine gewisse andere Gemeinschaft mit der Zeit. Also du triffst ja dann auch wieder Leute, wenn du in deinem Dienst als Pfarrer und hast dann auch andere Aufgaben. Ja. Aber die Sache ist letztlich die, wie kannst du die Entscheidung dann verwirklichen. Gell? Und das ist dann eine gewisse Spannung. Gell? Aber ich glaube, das ist auch bei jedem Ehepaar so. Ich sage es die Brautpaare immer, müsst ihr euch halt bewusst sein, das ist jetzt der Augenblick, gell? Hochzeit heißt sie, Hochzeit ist ein besonderer Moment und man hat darauf hingelebt und das alles in die Wege gebracht und gefreut sich und alles super. Die Zeit danach wird ja auch noch mal interessant, gell? Weil die Hochzeit nicht immer ist. Wie tue ich dann? Gell? Und das bleibt kein Mensch in der Spost. Von dem her gesehen. Gell? Und als Ehepaar denkt darum, dass sie eigentlich denken, dass sie das da möchten. Und das gelingt halt auch nicht immer, weil der Mensch halt nicht perfekt ist. Und das ist ja von Anfang an nicht. Und das ist auch bei den Pfarrern so, dass es nicht immer gelingt. Ja, es geht ja letzten Endes um die Entscheidung, was ich da triff und wenn ich bereit bin, für die Entscheidung einzustehen und mit den Höhen und Tiefen auch zu leben. Das bleibt ja dann beim gleichen, ob ich jetzt Sag ich schon. Du hast halt vielleicht dein Vis-à-vis gleich neben dir. Das hast du da so nicht unbedingt. Ja. Und musst halt schauen, wie man das doch irgendwie, wenn es einmal die Tiefs gibt, durchgeht, dass man nicht, man kann natürlich gleich eine Hand durchschmeißen oder man kann es halt schon einmal bei sich behalten und sich keinen Schwitz antrinken. Gell? Man hat das immer nur eitel Wonne und blauer Himmel ist, das weiß auch jeder Mensch, dass das nicht sein wird. Würdest du dann jetzt die Entscheidung oder insgesamt deinen Beruf als Pfarrer als Berufung bezeichnen? Das ist ein großes Wort, Berufung. Gell? Ich weiß selber nicht ganz genau, ob ich das jetzt so... Ich bin begleitet gewesen. Gell? Ich bin begleitet worden, der Weg hat sich so entwickelt. Also der Rückhalt von der Familie, den hast du gehabt, oder? Ja, sie sind natürlich dazu gestanden. Mhm. Gell? Und ist ihnen wahrscheinlich auch nicht immer gut gegangen. Der Bub immer weg so lang. Und dann mein Bruder ist natürlich dann damit in die Landwirtschaft reingekommen. Gell? Und er ist dann auch der Übernehmer geworden? Er hat dann Rotholz gemacht, ja, und hat das dann auch übernommen, ja. Mhm. Wie du sagst, also Berufung ist ja dann auch ein Beruf. Und wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo gerade der Beruf des Priesters einer ist, der eigentlich, wo wirklich ein großer Priestermangel ist. Was glaubst denn du, was ist der Grund, dass man diesen Beruf eigentlich nicht mehr so schätzt? Ja, ich weiß nicht, was der Grund wirklich ist. Weil es ist jetzt ja nicht so, dass es nur um das Priestersein geht. Es gibt auch insgesamt auf der theologischen Fakultät wenig Studenten oder Studentinnen. Das ist insgesamt ein Rückgang, dass sich Leute mit Theologie beschäftigen. Und also ist das ein bisschen größer zu sehen. Das andere ist dann nur eine andere Linie halt in der ganzen Geschichte. An was das genau liegt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an dem, dass man nicht mehr so, vielleicht so gebunden an Kirchengemeinschaft ist, vielleicht wie wir früher waren, wo so vieles selbstverständlich war. Ja, dass wir Sonntag Kirchen gehen am Vormittag, das war selbstverständlich. Das war nicht eine Frage, das war selbstverständlich. Gell? Kirchen gehen.
Und um 11:30 Mittag gegessen. Weil um 9 Uhr ist Kirchen war, damit die Mami auch eine Feierung hat. So ungefähr. Aber dass da Kirchen ist, war praktisch selbstverständlich. Gell? Und selbstverständlich ist das heute so nimmer. Oder halt für die Mehrheit nicht. Selbstverständlich. Man geht schon immer wieder, dies oder das, aber so aus dem aus. Und ich denke, das macht schon ein bisschen was aus, dass man in die Richtung vielleicht auch nicht so das Interesse hat, das zu studieren und dann in diese da irgendwo sich einzulassen. Nicht? Wie du gesagt hast, alles auch, dass natürlich früher die Tradition eigentlich fast in allen Familien, speziell aber in den bäuerlichen Familien, es nur so war, dass man den Gottesdienst am Sonntag besucht hat. Das war eine Selbstverständlichkeit. Und gerade in den bäuerlichen Kreisen ist man ja heutzutage doch mit dieser Tradition auch nicht mehr so verflochten, sagen wir so, weil irgendwo der Arbeitsalltag und diese Doppelbelastung, was in vielen bäuerlichen Familien ja ist, dazu führt, dass auch der Sonntag ein normaler Tag ist. Siehst du das auch so? Oder, Das sehe ich immer wieder so, dass ich mir denke, wo bleibt der Ruhetag? Ja, wo bleibt der Ruhetag? Schöpfungsgeschichte hat ja nicht umsonst einen Ruhetag. Die Woche ist nur vollständig mit dem Ruhetag. 7 Tage, der 7. Tag, ruhte Gott. Und dieser Ruhetag ist sicher heutzutage schon immer wieder auf der Kippe. Das ist eine persönliche Entscheidung. Gell? Also der Mensch muss ja für sich selber anschauen, wann schaue ich für mich an und wann mache ich einen Ruhetag. Oder nimm mich einmal zurück. Und einer war halt vorgeben, wenn ich als Christ denke und als christlicher Mensch denke, dann hätte ich ein Angebot schon da für einen Ruhetag. Ja. Es wird sicher insgesamt die Schnelllebigkeit von der heutigen Zeit, die gesamte Gesellschaft da ziemlich fordern und teilweise auch überfordern oder überlasten. Wobei man jetzt eh schon ein bisschen auch auf, wie wir eingangs gesagt haben, auf die Adventszeit kommen, vor Weihnachten und Weihnachten insbesondere, wo man ja eigentlich eher Zeit hätte, wieder mehr innezuhalten, mehr Einkehr zu finden an sich selber. Wie siehst du das Weihnachten insgesamt? Was ist denn das Besondere einerseits aus dem Christlichen heraus? Was feiern wir denn eigentlich wirklich? Beziehungsweise was wird von dem auch noch gelebt heute? Ich denke, dass die Geschichte Advent, Weihnachten schon nur sehr drinnen liegt in die Leute. Also da rührt sich was. Gell? Das macht wahrscheinlich auch die Zeit aus, die Dunkelheit, die dann durch Licht eine besondere Note kriegt. Und deswegen denke ich mir immer, Weihnachten hat doch gefühlsmäßig im Vergleich zu Ostern viel mehr Emotion. Ostern ist bei den Leuten ja viel fast ein bisschen schwieriger, gell? Fastenzeit, Ostern, weil da auch das Licht anders ist. Da wird der Tag größer und länger und da ist anders wie jetzt, wo es weniger wird, weniger hell und viel dunkel und dann schlägt es um und das ist eben dann mit Weihnachten. Und wenn man da viel mit Licht arbeitet, auch, weil es auch viel Zeit hast, wo es schon finster ist, das berührt die Leute, glaube ich, einfach mehr so vom Feeling her. Gell? Und dass es natürlich viel ausgefaltetere Bräuche gibt wie auf Ostern hin. Wobei aber Ostern eigentlich das Ursprungsfest der Christen ist und Weihnachten eigentlich erst viel später dazugekommen ist. Ja, soweit ich weiß, hat man Weihnachten eigentlich als Gegenbewegung eingeführt, dass man nicht den römischen Kaiser als unbesiegbare Sonne Sol Invictus verehren muss. Ja, das wollten die Christen nicht. Die haben dann gesagt, die unbesiegbare Sonne kann nicht der Kaiser von Rom sein, das ist, wenn schon, dann für uns Jesus, der da geboren ist, in die Welt. Und dann hat man damit dieses Fest des römischen Kaisers
hergenommen zum Fest der Geburt Gottes in Jesus. Weil wir haben ja so kein Datum für die Geburt Jesu. Ja. Für die Ostern hat man ein Datum, weil es mit Juden, mit dem Judentum zusammenhängt, mit ihrem Paschafest. Ja, zum Paschafest war Jesus in Jerusalem und dann ist er gefangen worden. Und in dem Zusammenhang ist er dann gestorben und dann halt am Tag nach dem großen Feiertag, der ja bei den Juden immer der Samstag ist und der erste Tag der Woche, dann das Grab leer war. Also da weiß man, dass das in dem Frühlingszeitraum ist, weil Paschafest immer dort ungefähr ist. Es ist zwar jetzt nicht ganz immer verknüpft mit dem jüdischen Paschafest, weil man dann einmal mit dem ersten Vollmond im Frühling eine Regelung getroffen hat, dass der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling ist Ostern. Jetzt stimmt es nicht immer ganz zusammen. Aber von daher hat man was gewusst. Und das Weihnachtsfest, also heute, dann hat man gesagt, ja, da ist für uns das Licht in die Welt gekommen mit der Geburt. Ja, weil man muss ja bedenken, dass der Jesus ja erst 30 Jahre später aufgetreten ist, offiziell. Ja. Ich finde das gerade sehr spannend. Ich habe mir zuerst gar nicht zwungtraut, was wir eigentlich Weihnachten feiern. Oder ja, wir wissen schon, was, aber wie das entstanden ist. Du kannst froh sein, dass ich nicht zurückgefragt habe. Bin ich eh Frau. Aber dass man jetzt sagt, okay, man wollte eigentlich das Hochfest des römischen Kaisers dadurch ein bisschen von der Wertigkeit das umdreht, dass die Christen da ihren eigenen Feiertag im Endeffekt gefunden haben und so einen wichtigen Zeitpunkt da auf das hingelegt haben, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Ich hoffe, dass ich nicht falsch bin. Aber ich erzähle das einmal so, also okay. Das wird schon stimmen. Ja, wir gehen davon aus. Ja, spannend ist ja gerade Weihnachten, wie du ja richtig sagst, also es ist ja dieses Fest, was man eigentlich fast weltweit in irgendeiner Art und Weise, vielleicht nicht am gleichen Datum, aber in irgendeiner Art und Weise feiert man das schon ganz weit verbreitet. Aber so richtig den Hintergrund oder das, was eigentlich gefeiert wird, das glaube ich, machen sich wenig Leute Gedanken darüber. Man ist zwar eben dieses Fest des Lichtes und dieses in die Finsternis wieder Licht bringen und eine frohe Botschaft bringen, ist vielleicht schon bei vielen was, mit wem was anfangen können, aber eigentlich grundsätzlich, glaube ich, ist so dieser kirchliche Hintergrund nicht ganz oder oft nicht mehr so präsent. Und ich weiß auch noch, wenn ich mich so zurückerinnere, so als Kind, diese Weihnachtszeiten, da ist ja wahnsinnig viel, also kirchliche Traditionen noch gepflegt worden. Es hat ein Haus leer gegeben, es hat das Fraubild, ist von Haus zu Haus getragen worden, es ist wahnsinnig viel Rosenkranzbett geworden, es ist wirklich diese Adventzeit sehr mit Gebet verbracht worden. Auch. Und der Tag des Christkindl-Kämens, weiß ich noch, als Kind ist das ja Ewigkeitswerk gewesen, weil man wirklich sehr viel Rosenkranze gebetet hat, bis dann endlich einmal das Christkindl gekommen ist. Ich glaube, diese Traditionen werden heute ja auch schon oft, auch in den bäuerlichen Kreisen, nicht mehr so gelebt, oder? Oder auch in der Kirche nicht mehr so gelebt. So, also bei uns daheim gibt es schon einige Jahre kein Hausleer mehr oder dieses Fraubild drum gibt es auch nicht mehr. Gut, dass du nach Säufen nochmal schaust. Okay. In Säufen gibt es Hauslernen, Adventgespräche halt heuer und letztes Jahr nicht, aufgrund der Umstände, aber es ist schon, und auch das Frautragen gibt es. Mhm. Und das sind schon wichtige Zeichen, die da noch schon auch hochgehalten werden. Und natürlich auch Rorate in der Früh oder so, diese Gottesdienstfeier in der Morgenstunde macht schon auch immer Leute, juckt sie mehr vielleicht wie sonst an einem Werktag, so einen Tag so zu beginnen mit der Messe in der Früh. Und ich denke, das ist schon, es berührt die Leute schon auch, wenn man dann hindenkt, was man gerade auch in der Zeit
mit Kindern und so tut. Ja, das ist halt einfach, Advent, Weihnachten geht halt einfach leicht. Dann mit Uklöpfen gehen, mit Nikolausbesuch, gell? Und mit diese Momente, die eigentlich immer eine gewisse Spannung in sich tragen und die Leute dann auch berühren. Und auch die, was Uklöpfen gehen, das denen auch alle möglichen Leute, weil es ihnen einfach eine wichtige Geschichte ist und weil sie sehen, wie andere Leute das gefreut. Solche und solche. Also das sind jetzt dann nicht mehr nur die Kirchgänger, sondern das gefreut die Leute insgesamt. Und deswegen ist es halt schon brutal wichtig, dass man das hochhaltet und die klassischen Bauernstuben, wo nicht früher oft auch diese Plätze für die Hauslehren oder so. Ja. Und wir haben es im Meierhofen damals wieder auch angefangen und das hat schon die Leute immer wieder berührt. Und da insofern gibt es jetzt auch schon ewig die Tradition, also ewig weiß ich nicht, aber halt lang schon, weil ich war ja durch Chocobrata, also seit immer schon. Also und irgendwie kommen halt alle noch Leute zusammen. Gell. Ja, und das ist ja auch ein Zeichen, wie du sagst, die Leute sind berührt. Mhm. Und darum schenkt man sie ja auch was, weil letzten Endes ist ja glücklich der, der schenkt dann nicht. Genau. Der beschenkt dann natürlich auch, aber wenn du was weitergeben kannst, und gerade wir leben ja jetzt in einer Zeit, die doch sehr spannend ist, weil man so diese zwischenmenschlichen Beziehungen nicht so leben darf und auch nicht so leben kann ein Stück weit. Und trotzdem diese Sehnsucht aber hat nach diesem sich beschenken, nicht nur jetzt mit materiellen Geschenken, sondern auch mit Gefühlen oder mit einfach nette Stunden verbringen, mit Zeit. Das ist ja was, glaube ich, was auch in der Adventzeit so das Schöne ist, wo man dann wieder versucht, auch bewusst sich Zeit zu nehmen. Ja, also es ist auf jeden Fall, bieten sich solche Zeiten ja immer wieder an, für einen selbst drüber nachzudenken. Das ist auch mit der Fastenzeit das Gleiche. Es gibt auch einen wunderschönen Anfang mit Aschermittwoch, ja, wo man einfach sagt, ganz bewusst gibt es einen Beginn für diese Zeit und da kann ich mir auch was überlegen, was mich selber betrifft. Und Advent ist eine ähnliche Geschichte. Da spielt halt das Licht von sich aus nur eine größere Rolle, weil man damit das vermehrt und mehr sieht bis zum Christbaum hin und so weiter und da halt einen Weg ganz bewusst beschreitet, der einfach schon die Leute gut tut. Ja, und deswegen, ich bin froh, dass es so diese Hilfen gibt. Ich sehe das ja auch als Hilfen, diese guten Bräuche und diese ganzen Überlieferungen, weil man ja dem so Anstöße braucht. Ja. Und dass das Abendgebet vor dem Christkindl heutzutage vielleicht ein bisschen anders ausschaut, das kann sein, gell? Aber es wird doch schon auch gepflegt, sage ich jetzt einmal. Mit Rachen gehen kommt ja auch noch dazu, gell? Als wichtiges Ritual, ja, Ritual da in diesen Zeiten und bei den Bauern noch ein Steuerfest und bis unter Dream auch für alles durch. Ja, halt so. Wobei wir uns zuerst eh gewundert haben, ist Rachengehen, ist das eigentlich ein christlicher Brauch oder kommt das eher aus dem heidnischen Außer mit Räuchern, Feuer? Hängt, glaube ich, mit allen zusammen. Ja? Hängt mit allen zusammen. Und ich glaube, da wo ist, ich habe nämlich jetzt irgendwo einmal irgendwas gelesen, dass jemand da auch befragt worden ist wegen dem. Und dass das auch ein bisschen mit dem römischen Kaiser auch schon zusammengehängt hat, weil man den auch beweihräuchert hat und so. Aber ganz genauer Hintergrund nicht, aber Rauchen und Duft oder Harz und Kräutermischung und so war ja immer auch schon ein wichtiges Hilfsmittel für Gesundheitsbewahrung und so weiter, ja. Also hat einfach viele Einflüsse. Ich denke ja. Also ich möchte jetzt, du weißt jetzt wenig genau, wo wirklich herkommt, aber hat sicherlich den Hintergrund auch.
Auf jeden Fall. Ausreichern. Ich glaube, wir sind von zeitlich her schon wieder relativ weit. Jetzt würde man dich vielleicht noch bitten, weil ja Weihnachten buchstäblich vor der Tür steht, ob du noch eine Botschaft hättest, die was wir unsere Hörerinnen und Hörer mitgeben dürfen. Mhm. Ja, der Himmel berührt die Erde, habe ich einmal irgendwo gelesen. Und setzt sich damit ganz bewusst hinein in die Menschheit. Und ich denke, das ist eigentlich auch die große Sache unseres christlichen Glaubens, dass dieser Gott, den man zuerst nie irgendwie gesehen hat, sondern nur überliefert gekriegt hat durch irgendwelche Leute, Propheten und so weiter, die halt immer in seinem Auftrag geredet haben und der sie immer irgendwo gezeigt hat auf verschiedene Art und Weise, dass der dann wirklich in die Ebene, Herzensebene, Augenhöhe der Menschen geht. Das ist schon das Imposante von der Geschichte. Und dass damit ein Weg beginnt, der nicht abgehoben ist, weil das jetzt irgendeine Gottheit ist, die man dann, was weiß ich, da muss, sondern dass der in der Kommunikation, wo wir halt Menschen in Kommunikation sind, nur eben mit ganz der speziellen Herzlichkeit und Aufmerksamkeit. Ja, und das hat die Leute ja berührt. Hat die anderen auch irgendwo vor den Kopf gestoßen, was tut der jetzt da? Darf er denn das? Ja. Das gibst du nicht, das darf er nicht. Der tut ja was, was nie da steht in den ganzen Schriften oder in den Vorschriften. Und dann tritt da einer auf und der heilt dann einfach, der heilt am Sabbat, der tut das, der tut Sünden vergeben. Das war ja für viele ein Wahnsinn, dass da einer jetzt da plötzlich da so agiert. Schriftgelehrte und hohe Priester und so weiter. Ja. Aber er hat eben, er hat einfach das ins Bewusstsein gebracht, was zur Hilfe und zum Heil des Menschen ist. Und dafür ist er auf diese Art und Weise in Beziehung getreten. Ja, und da ist halt, das ist auch, und das hat eine riesige Bandbreite. Ja. Unser Glaube ist nichts Eingeengtes, der ist riesengroß an Möglichkeit. Gell. Ich sage immer, diese Geschichte, die muss ich mir anschauen und nicht die irgendein Kirchenrecht drüberlegen und dann muss ich entscheiden, aha, der tut so, deswegen geht das nicht. Sondern ich muss schauen, im Grunde, was geht, was hat Jesus gemacht, was hat der alles in die Wege gebracht, ohne dass er nachgeschaut hat. Und das ist eigentlich das Faszinierende für mich, dass also, dass da in diesem Festakt das einfach wirklich wird und dass er sich da der Menschen bedient. Der schwebt nicht irgendwo daher, sondern wird geboren. Das ist eine total entscheidende Geschichte. Das ist nicht irgendeine Gottheit, die auf einmal da ist wie ein Geist, sondern kommt genauso in die Welt wie jetzt andere Kinder. Und das ist eigentlich das Faszinierende, dass wir in einer solchen Glaubensmitteilung leben dürfen, die eigentlich nichts Abgehobenes ist. Die Altäre, das hat man alles noch später gemacht. Die sind aber überhaupt nicht entscheidend. Hoffnung ist, glaube ich, das Stichwort, das, was auf Weihnachten sicher ganz wertvoll und auch ganz viel mitbringt für die besondere Zeit. Ja, und das ist ja natürlich auch, Jesus ist ja als Baby auf die Welt gekommen, in einem sehr armen Zuhause eigentlich gewesen und hat ja natürlich symbolhaft, ist er ja mit armen Menschen oder bei armen Menschen auf die Welt gekommen. Also ich sehe das selber so, ein Baby ist ja gerade so dieses Symbol für die Liebe, die ja jeder dann in sich spürt, wenn er ein Baby sieht. Also das ist ja schon was die dann auch berührt. Und das, glaube ich, ist auch gerade dieses Fest Weihnachten, dass man einfach diese Liebe spürt und auch weitergibt und auch lebt, gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind. Das ist, glaube ich, so
umso wichtiger nochmal dieses Weihnachtsfest als solches zu betrachten und zu sehen. Ja, finde ich genauso. Also es ist für mich einfach schon eins der auch bedeutenden Momente im Ablauf eines Jahres, dass man diese Zeit nicht einfach vorbeilässt, sondern dass man sie wirklich wahrnimmt, trotz aller anderen Geschichten und Aufgaben, die man immer hat, aber dahingehend sich zu bemühen. Und ich glaube, Weihnachten schafft es auch bei den Leuten, dass sie doch auch immer so Momente finden, wo sie irgendwie besondere Akzente wahrnehmen. Und da helfen eben, wie wir zuerst gesagt haben, viel Bräuche und Sachen helfen einfach, dass man da schon solche Dinge sieht. Aber wir haben jetzt, sind wir ja leider schon zum Ende, und normalerweise fragen wir ja dann immer, was Aufleben ist für unsere Gesprächspartner. Aber wir haben ja, vielleicht fragen wir da das trotzdem, gibt es für dich auch ein spezielles Aufleben? Ja, mir gefällt im Grunde Aufleben schon vom Titel her, weil Aufleben ist ja eigentlich sowas an positiv, was da drinnen steckt, an diesem Wort schon, und hängt damit zusammen, dass irgend auch ein Impuls dahingehend passiert. Ja, und der Impuls kann unterschiedlich kommen. Ich glaube, Glaube und Gottvertrauen ist im Grunde ein Impuls, der mich immer wieder aufleben lässt. Und wenn ihr christlichen Glauben anschaut, dann ist es immer Aufleben. Das Letzte ist die Auferstehung, das Aufleben. Ja? Also gehst da einmal durch. Das ist natürlich auch das Obergewaltige, sage ich jetzt einmal, von unserer Überzeugung, dass der Gott eben auch den Menschenweg geht. Und der geht eben auch ans Kreuz. Sprich, es ist halt einmal schwer, auch nicht gerade lustig. Aber es gibt das Auferstehen. Ja. Dafür ist er in die Welt gegangen, um das eindeutig mitzumachen. Und nicht mit irgendeiner Superman-Mentalität, jetzt richte ich alles und dann bin ich wieder weg. Sondern ich stelle der Realität nicht aus, aber ich zeige euch auch, dass die Hoffnung da ist. Aufleben, ja, dritten Tag. Aufstehen, aufleben. Es braucht so Impulse, die dich wieder herbringen. Und das kann natürlich durch sowas wie Gottvertrauen und Glaubensüberzeugung sein. Aber natürlich spielt sich das auch oft auf der zwischenmenschlichen Ebene ab, wo halt es dir einmal einfach, ja, und wenn es ein Telefonanruf ist und sagen, wie geht's dir denn gerade so? Oder schnell gehen wir mal auf einen Kaffee oder einen Besuch oder was immer ist, ja, wo du plötzlich rausgeholt wirst von dem Üblichen und sagst, na lässig, das war jetzt super, dass wir uns da weit genommen haben. Aber ich glaube, alles, du hast ja noch einen Abschlusstext. Aber ich glaube, wir lassen den Text dann wirklich zum Schluss wirken und würden dann ins TV jetzt vielleicht Inkere lieben zu Hause, ein frohes Weihnachtsfest im Sinne des Auflebens, wie alles das jetzt so nett beschrieben hat, dass man wirklich sich die Zeit nimmt, um mit den Liebsten zusammen zu sein und diese Zeiten zu genießen und ein bisschen Ruhe einkehren lässt. Auch in sich einkehren, also im Herzen ein bisschen wirklich gespürt, wie gut das uns geht und was wir eigentlich von Haus aus schon für Aufleben in uns haben dürfen. Und da wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch um ins neue Jahr, bis wir uns wieder hören. Ich glaube, ich rede jetzt von mir, Marita. Ich darf mit deinen Worten ausschließen, Maria. Und möchte gerade noch ergänzen, wir freuen uns dann schon aufs nächste Jahr, wo wir uns hoffentlich auch wieder hören. Und in dem Sinne alles Gute, viel Gesundheit in unserem Podcast-Team. Maria. Und Marie-Therese. Und alles nochmal vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns diesen wirklich sehr angenehmen Nachmittag zu verbringen, bei viel Licht, guten Weihrauch. Und wünschen dir auch natürlich
ein frohes Weihnachtsfest. Die Pfarrer haben es ja immer doch sehr gnädig in dieser Zeit, mit vielen Aufgaben, aber dass auch bei dir diese Ruhe und diese Friede einkehren darf und du diese Zeit auch ein bisschen genießen darfst und die Ruhe spüren darfst. Vielen Dank dafür und ja, bitte dir jetzt. Ja, ich danke eigentlich, dass du eigentlich da zu mir hertraut habst. Man weiß ja nie, was dann passiert. Ihr seid mutig gewesen und habt mich da einbezogen. Nur möchte ich dazu sagen, ich habe es ja bei diesem Aufleben auch noch ein anderes Wort dabei, daheim. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einen Ort hat, wo dieses Aufleben auch einfach an die Verwurzelung hat. Das ist halt einmal daheim. Und wenn es dort passiert, dann ist das große Energie für vieles andere auch, wenn man den Platz hat, wo man sagt, da bin ich daheim, da lebe ich auf, weil da kann ich immer wieder mal hin und dann werde ich aufleben, weil ich weiß, da ist ein guter Platz. Und für uns als Christen soll natürlich diese Glaubensbotschaft ein solches Daheim sein, wo man immer mal hin mag und wenn es einmal gerade ist, zwischendurch in die Kirche eine hock und ein Kästchen und singt und ein paar ist einen hock. Der Raum hat oft was Besonderes. Oder es gibt auch schöne Plätze, wo man sich gerne einmal hinhockt auf eine Bank und dann einfach einmal in die Welt schaut und sagt, da fühle ich mich daheim und das lebe ich wieder auf, weil dann kriege ich auch Ideen, wie ich das und jenes meistere. Und so wünsche ich natürlich allen auch ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes Erleben der Menschwerdung dieses Gottes mitten unter uns und wünsche alle ein gutes Hinübergehen in ein neues Jahr. Ich hoffe, mit viel Aufleben, dann gerade, wenn es vielleicht auch gesundheitlich nicht immer so super ist, dass man doch die Momente sieht, wo man Lichtblicke sieht und dann sagt, was geht schon wieder, dass man die Gesundheit, wenn man sie bei sich hat, eben auch dankbar annimmt und dass einfach viel Glück, Friede und Dankbarkeit möglich sind im kommenden Jahr. Und ich habe noch zufällig heute eine CD in die Hand gekriegt oder gefunden beim Durchblatteln von so einem Buch mit einem Segenswort und das darf ich jetzt noch zum Schluss einfach vorlesen und denke, nur schöne Tage im Advent wünschen und dann einfach ein frohes, gesegnetes Weihnachten. Gott, komm, wir bitten dich, komm und segne uns. Sei uns Licht im Dunkel, sei der leise Ton in all dem Lärm, sei die Stimme, die erinnert, sei die Hand, die sanft berührt, sei der Geist, der mich atmen lässt, sei mein Gott. Ich bin bereit, deinen Weg zu gehen, dem Leben entgegen.